verlasse mich auf dich. Und was kommt dabei wieder raus? Was will ich denn jetzt dafür? Ja, du bist mein Manager, du musst meine Interessen vertreten. Ich muss erstmal dafür sorgen, dass du kooperativ bist, meine Liebe. Was ist das denn jetzt, kooperativ? Ich muss mich verbiegen, muss ich mich entstellen. Das nennst du kooperativ. Entstellen? 1000 Mädels rennen im Dirndl rum, die sind noch nicht entstellt. Ja, weißt, wahrscheinlich singen die auch alle vom Almenrausch und vom Enzian, aber wenn ich das singe, dann verbiege ich mich. Weißt du, wenn du Rita mal ein bisschen entgegenkommen würdest, ja, dann ließ sie die auch mal mit sich reden, aber du musst ja unbedingt dein Ding da durchziehen. Ja, wenn du es nicht gebacken kriegst? Wenn du mir die ganze Zeit dazwischen funkst? Gregor, jetzt sag du mal was dazu, hä? Schönen guten Morgen. Deshalb war ich mir gleich am Anfang der Karriere hier den dicken Max markieren, das ist doch... Pff. Sag mal, kannst du mal aufhören, Gregor zu beeinflussen? Ich will es jetzt von dir ganz alleine hören, so ganz objektiv. Ja, genau, das könnte euch schon passen. Ich bin hier, um vor der Praxis in Ruhe einen Kaffee zu trinken und nicht, um für euch Streithähne den Schießrichter zu geben. Entschuldigung, das finde ich jetzt aber auch echt Panne von dir. Was soll denn das jetzt? Muss ich jetzt aber auch sagen, als mein Einspruch kannst du uns ja wenigstens da lassen. Ja, gerne. Der Klügere verzieht sich bei Zeiten. Vierzeich. Was genau solche Freunde können wir gebrauchen hier? Ja, ist ja auch kein Wunder, dass der abhaut. Vor dir muss man ja Angst haben, so stur wie du bist. Ja, was soll das denn jetzt schon wieder? Jetzt bin ich stur auch noch, oder was? Ja, dann beweis mir mal das Gegenteil. Die armen Blumen können nichts dafür. Lass sie doch in Ruhe. Ich glaube, Blumen sind mir egal, seit Felix weg ist. Mach dich nicht verrückt. Er kommt zurück. Glaubst du wirklich? Victoria ist der anderer Meinung. Ich weiß. Hat sie dir von unserem Streit erzählt? Sie glaubt, dass du einen Fehler machst. Robert, ich habe es mir genau überlegt. Der Entführer muss Felix mit zur Übergabe nehmen. Nur so kann ich sicher sein, dass er überlebt. Wie hat der Entführer auf deine Forderungen reagiert? Gar nicht. Wie gar nicht? Ich habe ihm gesagt, was ich will, und dann habe ich aufgelegt. Ich wollte nicht mit ihm diskutieren. Und seitdem? Warte ich auf seinen Anruf. Vielleicht hat Victoria auch recht und ich bin ein zu hohes Risiko eingegangen. Nein, das glaube ich nicht. Nein? Nein, 4 Menschen haben versucht, diese Übergabe über die Bühne zu bringen und es hat nicht geklappt. Warum nicht mal Dampf machen? Warum es nicht alleine probieren? Es kann nur besser werden. Danke. Das tut wirklich gut, dass du meiner Meinung bist. Möchte wohl ruhen im Schatten, aber der Wagen, der rollt. Deine Fans werden dich auf Händen tragen. Ja, super. Kannst ja gleich damit anfangen. Was ist denn los? Ach komm, das geht doch überhaupt gar nicht. Das war großartig. Ja, genau. Für dich wahrscheinlich. Du musst den Leuten ja auch nichts von dem gelben Wagen und irgendwelchen Schwagern vorsehen. Ich schwöre dir, das kam richtig gut rüber. Ja, du hast ja auch nicht mehr alle. Es ist mein voller Ernst. Ja, und soll ich dir mal meinen vollen Ernst verraten? Ich habe keine Lust, von gelben Wagen zu singen, und einen Schwager habe ich auch nicht. Was ist denn jetzt plötzlich los? Du hast gesagt, es ist alles in Ordnung. Nein, guck doch mal, es ist doch überhaupt nichts in Ordnung hier. Soll ich dir mal was sagen? Es hat sich ausgejodelt. So, und zwar ein für alle Mal. Miriam! Was ist? Da bist du ja endlich. Felix Tarasch. Geboren 1971, gestorben 2007. Sein junges Leben wurde je beendet.